Bei der Darmstädter Polizei haben sich weitere Frauen gemeldet, die nach eigenen Aussagen auf dem Schlossgrabenfest sexuell belästigt wurden. Insgesamt liegen 26 Anzeigen vor. Betroffen seien vor allem Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Ähnlich wie in der Kölner Silvesternacht sollen die Verdächtigen in Kleingruppen vorgegangen sein. Sie haben die Frauen umzingelt und unsittlich angefasst. In der Nacht zum Sonntag hatten zunächst drei Frauen Anzeige erstattet. Daraufhin wurden drei verdächtige Männer festgenommen. Es handelt sich um Asylbewerber aus Pakistan im Alter von 28 bis 31 Jahren. Der Polizei zufolge dürften sie in Begleitung von weiteren zwei bis drei bislang Unbekannten gewesen sein. Nach dem Eindruck der Frauen stammen die Täter aus dem südasiatischen Raum, sagte Polizeisprecher Ferdinand Derix gegenüber dem Echo. Die Ermittlungen dauerten an. Nach dem Aufruf an mögliche weitere Opfer, sich zu melden, wandten sich inzwischen weitere 23 junge Frauen an die Polizei. Zu dem viertägigen Open-Air-Musikfestival in Darmstadt waren mehr als 400.000 Menschen gekommen. Zwischenzeitlich hat sich auch die Stadt Darmstadt zu den Vorfällen geäußert. Gewalt gegen Frauen hat in Darmstadt keinen Platz, sagen Oberbürgermeister Jochen Partsch und Stadträtin Barbara Aktenis. Die prioritäre Aufgabe der Stadt bestehe daher zunächst darin, das Schutz- und Hilfesystem im Gewaltschutznetzwerk zu stärken und auszubauen.